Was ist das denn jetzt schon wieder? Musste der seinen blöden Zug denn genau hier parken? Arschgeige, ey. Tja, ich befürchte, da kommen wir mit dem Wohnmobil nicht mehr weiter. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. Sieht nicht gut aus, ne? Can't really afford to do that now. Naja, da müssen wir umdrehen, weil wir kommen hier nicht vorbei. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Ja, gut. Nachvollziehbar, nachdem was im letzten Part abgegangen ist. Aber den Kollegen da, den Kleinen, sollten wir auch separieren. Denn der sieht nicht gut aus. Stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Ich glaube, der hat ganz andere Probleme. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Alles klar. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Telltales The Walking Dead. Mittlerweile Episode 3. Und wenn ihr den letzten Part verpasst habt, schaut euch ihn auf jeden Fall an, denn da ist einiges passiert. Wir haben ein weiteres Teammitglied verloren und ein anderes schwebt in, naja, weiß nicht, ob man es Lebensgefahr nennen möchte oder ob man einfach sagen möchte, der ist eh schon tot. Duck wurde gebissen. Tja. Ich würde mal sagen, den können wir eigentlich abschreiben. Ja. Ich weiß es noch nicht. I don't know. Something, I suppose. I don't know what we can do. She killed him. Ja. Ich weiß, aber mehr oder weniger war es ein Unfall. Und sie hatte ja recht. Irgendwas ist passiert. Irgendwas war schiefgelaufen bei uns. Irgendwer hat uns hintergangen. Ich weiß nur nicht, wer. Ich glaube irgendwie nicht, dass es Ben war. Ich glaube aber auch nicht, dass es Doug war. Keine Ahnung. Aber keiner von den... Ich kann es auch mir bei keinem von den anderen vorstellen. Kenny vielleicht noch, aber andererseits... Der wird den Scheiß für sich selbst behalten. Warum sollte er es den Assis geben? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie ein Druckmittel für irgendjemanden aus unserer Gruppe hatten, aber... Ich weiß es nicht. You worried about keeping her in there? I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. Ja, okay. Sie hat keine Waffe mehr, von daher, ganz ehrlich, sehe ich da kein Problem mit. Das war ein Unfall und die wird keinem von uns jetzt hinterrücks in das Genick brechen wollen. Also, ja. Has Clementine said anything to you about Doug or Duck or anything? Doug or Duck. No. Ja, sieht nicht gut aus. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor dog. God, where did yesterday go? I don't know. Ist auf jeden Fall ziemlich eskaliert. You were standing right there. Are you doing okay? I'm used to it by now. We all are, aren't we? No. She murdered him, Lee. I was there, Kat. I'm sorry. I liked him very much. He'd spent some time in Belgium. Ach was? Okay. Yes. Ja, der war auch sehr nützlich. Ich meine, der hat den Wagen ins Laufen gebracht und so, als wir abhauen mussten. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte er mit der Eisenbahn, mit der Lok hier auch irgendwas anfangen. Werden wir jetzt nie rausfinden. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. Ich glaube, sie weiß selber nicht, was abgeht. Ja, genau. Aber was ich mich frage, glaubt sie immer noch, dass Ben das war? Wahrscheinlich. Warum sollte sie ihre Meinung geändert haben? Es ist denn, sie denkt jetzt, Duck war es, weil der Schuldgefühl hat, hat er sich dazwischen geschmissen oder sowas. Aber, ja, glaube ich nicht. How's Duck? Der ist halb tot. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Ja. Anyway, let me know if anything changes here.
Aber die macht sich doch wohl hoffentlich keine Illusion, dass der es überlebt, oder? Das ist durch. Kannst du knicken. Warte mal, können wir in den Wohnwagen rein? Ich würde gerne bei Lily vorbeigucken, wenn das geht. Tatsächlich geht. Okay. Oh, Steuerpult anschauen? Okay, warum? Oh. Bleistift. Pencil. Sharpen too. Vielleicht nehmen wir den lieber mal hier weg. Ja, besser ist das. So. Nein? I'm gonna stop you. No, you're not. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. You left the keys in it. Nein. Come on, Lily. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Willst du mich verarschen? Ist es dein Scheiß Ernst? She's stealing the RV. Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Wow. Ich wollte nur gucken, wie es ihr geht. Okay. Alles klar. Let's focus on the train. Haben wir nichts anderes mehr übrig. Klasse. Aber ich dachte mir schon, sie hier drin zu lassen, ist keine wirklich gute Idee. Ganz ehrlich, warum haben wir sie nicht einfach draußen irgendwo festgesetzt, so? Ich meine, die konnte uns nichts mehr tun. Die hatte keine Waffe. Das war alles durch. Was soll uns das bringen? Das ist kein Husten, der dann besser wird. Der ist ewig. Toll, jetzt habe ich einen Bleistift. Ganz toll. Ich dachte eigentlich, ich nehme den mal weg, dass die nicht irgendwie vorhat, sich nachher damit selbst umzubringen oder noch irgendwem anders zu schaden. Aber, okay. Vielleicht hätte ich vorher mit ihr reden können oder so, ich weiß es nicht. Hätten wir jetzt echt mitgehen können? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich hätte sie uns gar nicht mitgenommen. Aber vielleicht hätten wir sie damit aufhalten können. Keine Ahnung, ey. Door's closed. Ach was. Ist das so? Oh Mann. Na, was machst du hier? Du stehst die ganze Zeit rum und guckst Löcher in die Luft, ha? Okay. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Ja, war irgendwie wie so eine Hinrichtung halt, ne? Die dann halt schief ging. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? Ja. With you guys are dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is ja. Of course. So gesehen hat er natürlich recht, klar. So, jetzt möchte ich aber wissen, warst du das? Not this again. Was it? No! Okay then. Wer wird das nicht vergessen? Ja toll. Aber wer war das, verdammte Scheiße? Wenn er es nicht war, irgendwie muss es ja gewesen sein. Was? Ich überlege gerade, was, ob es vielleicht Sinn ergibt, dass er, wenn Lily das selber gewesen wäre. Um irgendwie die Gruppe zu irgendwas zu bewegen, sozusagen, um einen Grund zu haben, um irgendwas zu machen. Aber nein, eigentlich bringt ihr es nichts. Sie wollte ja da bleiben. Keine Ahnung. Nee. Ich weiß es nicht. Ergibt eigentlich keinen Sinn. Aus ihrer Position ergibt es überhaupt keinen Sinn. Nee. Okay, jetzt sind wir hier oben. Was machen wir hier? Nach da drüben latschen. Ah, Maschinenraum. Maschinenraum! Maschinenraum! Oh. Okay, okay, okay. Oh, noch mehr. Führerhaustür. Oh Gott, durch welche Tür soll ich jetzt gucken? Oh. Dem sollten wir erstmal loswerden. Aber der hat einen Kopfschuss bekommen, oder? Das heißt, der wäre Matsch. Walker, sitting in the chair. We got him. Sicher ist das noch ein Walker? Ist noch kein Kopfschuss, war wahrscheinlich ein Unfall. Pistole?
Ah, nee, wenn du jetzt schießt. Ey, wenn du jetzt schießt, dann haben wir die ganzen Walker aus der Umgebung hier bei uns. Ich weiß nicht, ob ich sie Walker oder Beißer nennen soll. Im Deutschen in der Serie hießen sie immer Beißer. Oh, ich muss es machen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wow, ernsthaft? Ey, weh, du schießt jetzt. Nein! Du weißt doch gar nicht, ob dir überhaupt ein Problem ist. Du könntest ihm einfach von hinten eins überziehen. Du brauchst nicht schießen. Als ob ich jetzt schießen muss, wie lächerlich. Guck mal, du hast doch auch den Bleistift. Traum ihm den Bleistift in den Kopf. Ey, wie lächerlich. Super. Da, guck. Der ist gar nicht am Start. Ja. Okay. Nimm den scheiß Bleistift, aber hör auf zu schießen, Alter. Ja, guck, der ist doch ganz entspannt. Der ist tiefenentspannt, der Kerl. Ja, der hat nicht mal mehr Gehirn, Alter. Den brauchst du auch nicht mehr erschießen. Danke. Schön, dass wir es jetzt geklärt haben. Mann. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. Willst du mich verarschen? It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? Keine Ahnung. It's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ja. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Okay. Er scheint mir zu vertrauen. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne mal in den Maschinenraum vorher gucken, oder? Meinst du nicht? Das war's mal jedenfalls, ja. Ja, fuck. Gut, dass ich den Bleistift habe. Ja, leck mich. Ist ja geil. Ja, okay, dann möchte ich aber trotzdem erst mit Kenny reden, bitte. Hey, Ken. What's up? Want to talk about that? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. Man. Probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. Nur weil du es leugnest, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Okay, I'm sorry about the RV. Keeping her was my call. This one's on me. The radiator's fucking hosed in that thing, so she won't make it 30 miles. We figure this train out, and maybe it turns out she did us a favor. Glad we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. Ja, ja, klar. Kriegen wir. I'll get back to it. Me too. Okay, was ist das hier? Kartenfach. It's a bunch of papers. Okay, gut, ja. Maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Ach so. Ja, gut, ich weiß schon, können wir raus eigentlich? Wir können raus. Sollen wir noch in den Dings gucken, in den Maschinenraum? Ach, keine Ahnung. Machen wir erstmal hier. Gucken wir doch mal, ob wir da was finden. Genau. Perfect. You can read it now? Ja. Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Jetzt müsst ihr noch verstehen, was das mir sagen will. Motorstart 6. Unten, unten, oben, 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 unten, oben. Ja, klar. Alles klar. Absolut verständlich. Oh Gott, das muss ich mir jetzt merken, oder was? Sorry Leute, aber das machen wir mal ganz sicher nicht. Da schnappen wir uns doch mal unseren allwissenden Taschenstein. Das Smartphone und machen da mal einfach ein Bild von. So. Und ich bin ein fauler Sack und deswegen, ne? Versteht, was ich meine. So, Steuerpult. Dann schauen wir doch mal. Ach, können wir für die Anleitung hier auswählen und macht das automatisch oder wie? Nee, dann kann ich nochmal gucken. Ja, gut, okay. Das ist nicht toll. Nee, sparen wir uns. So. Also, die 6 haben wir hier. Unten, unten haben wir. Der kommt nach oben. Yes. Der hier kommt auch noch oben. Dann kommt der dritte auch noch oben, das weiß ich sogar noch. Und dann kommen die anderen wieder unten und oben.
Yes. Son of a bitch. Whatever you did, let the dash up. So far so good. Kein Problem. Warum muss man das eigentlich so komplizieren? Wieso kann es nicht einfach ein Schalter sein? Wieso muss das eine Kombination aus 10.000 Schaltern sein? Kann man das denn erklären? Ist irgendjemand unter euch Lokführer? Hat das wirklich einen technischen Sinn oder ist das einfach nur aus Prinzip? Okay. Die 5. Waagrecht und senkrecht brauchen wir. Also waagrecht und senkrecht. Jawohl. Okay. Dann die 9 muss... Hey, Moment, ich bin noch nicht fertig. Wo sind die 9? Ach, ist die 9 im Technikraum? Das kann sein, die 9 ist im Technikraum wahrscheinlich, oder? Maschinenraum. Mach mal auf. Nee, das ist irgendwas anderes. Okay, das hilft mir gepflegt überhaupt nicht. Gut, dann schauen wir mal in diese Tür. Da ist einfach original genau dasselbe. Willst du mich verarschen? Ist jetzt hinter jeder von diesen Maschinenraumtüren dasselbe oder was? Ich muss jetzt in jede reingucken, Leute, es tut mir leid, aber. Oh, da ist aber Werkzeug, das sollten wir mitnehmen. Bolzenentferner, Schraubenschlüssel, Universalschlüssel. Bolzenentferner? Oder Universalschlüssel? Ha, nehmen wir Universalschlüssel mit. Ach, dann nehmen wir den nur als Waffe. Oder kann ich alle mitnehmen? Warte. Aha, man entscheidet sich für einen. Okay, warte mal, wenn wir den als Waffe nehmen, ist aber, glaube ich, besser, wenn wir den Schraubenschlüssel mitnehmen. Weil der müsste eigentlich am stabilsten sein, weil der kein Verstellschraubding da hat, weißt du? Die anderen Dinge haben irgendwie solche Verstellschrauben, so, dann wackelt es hin und her und so weiter, fliegt vielleicht auseinander oder so, wenn wir damit zuschlagen, das bringt uns ja überhaupt nichts. Das wollen wir ja gar nicht. Was wir wollen, ist eigentlich ein stabiles Stück Stahl. Das dürfte der Schraubenschlüssel am ehesten sein, wobei der Bolzenentferner wahrscheinlich länger und härter, größer ist. Ja, komm, bleiben wir beim Bolzenentferner, passt schon. So kann man damit bestimmt auch Finger entfernen, von daher. Man weiß ja nie, wann man das mal braucht. So, was haben wir hier noch? Aha, da ist die 9. Siehste mal. So, die 9 müssen wir nach... Ja, keine Ahnung, erst nach links und dann nach rechts laut der Anleitung. Okay, also machen wir mal nach links. So. Engine ready, genau. Und dann machen wir nach rechts. Ja, yeah, das klingt doch gut, aber vielleicht sollten wir nochmal die ganzen Waggons da hinten abkoppeln, oder? Ansonsten haben wir ein Problem. Weil die hängen ja alle fest irgendwie. What about Duck? What about it? Look, Kenny, it's something we're gonna have to deal with. Mhm. Did you not hear Cat? We don't know shit, Lee. Junge! Wir werden es schon noch wissen, ganz ehrlich, ich möchte den nicht in der Nähe von Clementine haben, den Kerl. Ganz sicher nicht. Hä? Da war eine Karte, natürlich. Hä, willst du mich verarschen? Natürlich war da eine Karte. Aber außerdem, kann man überhaupt von der Lok aus die Weichen und sowas steuern? Oder müssen wir einfach darauf hoffen, dass sie richtig gestellt sind? Ich weiß nicht, wie es läuft. Gut, zur Not können wir wahrscheinlich aussteigen und es per Hand machen. Was den Hebel? Was? Nein! Hä? Nein! Ich wollte. Können wir vielleicht erst noch mit Clementine und so weiter reden und vielleicht gucken, wo wir hinfahren und so weiter, wie die Weiche gestellt ist und dies, das, anders? Nein, das will ich nicht! Ach komm, leck mich doch! Habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst? Hätte ich vorher noch zu Clementine und so gehen können? Ach Mist! Also, sag ich doch, abkoppeln! Ja, sag ich doch. Unstuck. Okay, ja klar, kein Ding. Auf, raus da. Außerdem, warum willst du alleine das Ding losfahren? Ganz ehrlich, es bringt uns ja auch nichts. Gut. Kritisch wird es auf jeden Fall dann, wenn der Tank von dem Ding hier leer ist, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie dieses Teil hier fährt. Wahrscheinlich mit irgendwie... Kohle, Diesel, was auch immer. Nee, Kohle wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht Diesel oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Das hat nämlich keine Stromleitung da oben dran, deswegen ist wohl nicht elektrisch. So. Also theoretisch könnten wir schon direkt hier abkoppeln, aber ich glaube, sinnvoll wäre es wahrscheinlich eher da hinten abzukoppeln. Okay, dafür muss ich wahrscheinlich durch diesen Scheiß hier durchklettern.
Mhm. Oh, da war so ein bisschen Kram hier drin. Wow. Und hier hat scheinbar schon mal einer gelebt. Ja, man. Shit, think they're gone? Ja, offensichtlich. Gerade ist ja keiner da. Ja. Überrascht werden wollen wir ja nicht. Karte. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. Okay. That's where Kenny's got us headed. Oh ja, wunderbar. Ich frage mich, wo Lily hinfahren will eigentlich. Wo will sie hin? Vor allem alleine. Oh, warte, die Wasserflasche. Ah. Ja gut. Das war die falsche Richtung. Wir müssen in die andere Richtung zum Abkuppeln. Ach, und dann fällt mir ein, vielleicht brauchen wir jetzt das Werkzeug zum Abkuppeln. Das könnte sein. Dann haben wir vielleicht mit dem Bolzenschneider doch das falsche mitgenommen. Naja, ich dachte halt, wir wählen das als Waffe aus, so wie er es gehalten hat. Stimmt. Die wollten Wasser, wobei ich nicht glaube, dass denen Wasser helfen wird, wie gesagt. Aber hey, verschwendet ruhig ein bisschen Wasser an den Kollegen. Gut, okay, dann haben wir hier erstmal sonst nichts. Das ist die Frage. Ach da, können wir einfach Kupplungsstift ziehen. Okay, ja gut, Zugräder. Mhm, ja, ja. Deswegen wollen wir es ja abkoppeln. Okay. Okay, das heißt, wir müssen das hier mit Gewalt rauszerren, sozusagen, ja. Na dann. Kann unser Bolzenschneider was machen? Oh, sehr gut. Sauber. Okay. Jetzt muss ich wieder hier durchlatschen wahrscheinlich. Yep. You touch any of my stuff? Scheiße. Das ist nicht gut. Chill mal dein Leben. Who are you? The guy who owns that stuff. Aha, ist das so? I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. Ah, ja. That your crew outside? Yeah. Wie ist der hier reingekommen? Der kam von der Seite, wo unsere Leute sitzen. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. Ah, ja. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warm to me right quick in direct sunlight. Hä? Ah ja. Schön. Und gewarnt hat uns keiner von denen, dass da irgendein Fremder kommt. Klasse. Cool. Oh, aber er hat eine Gitarre. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. Wow. Das ging echt schnell. Danke dafür. Und der Typ hat nichts gesagt. Der will mich doch verarschen. Ah! Ja, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Alter, da kommt einfach irgendein Typ her, gibt den Süßigkeiten. Ah ja, cool, der ist bestimmt super. Keep him alive. Ah. That's not bad. I like it. You met Kenny? Ach ja. Man shares my love of the road. That's for certain. Den sollten wir nicht mitnehmen. I'm awful sorry your son's not feeling good. Mm-hmm. Not feeling good ist eine Untertreibung. Nein, bestimmt nicht. Aber der Typ scheint okay zu sein. We'd like to do the same. Why don't we hold off on stay with us. We'd like the company. Huh? Ah ja, ist es so. Na gut. Also, ihr wolltet Wasser, ne? Da. Here, got some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking Bienenallergie. About. Like, hä? Somehow that matters. Nein.
Genau. Kein Stück. I don't, but you're probably right. Okay. Naja, whatever. So, Ben, wie zum Teufel kommst du nicht auf die Idee, mich nicht vor irgendeinem Typen zu warnen, der hier reinmarschiert? Ey. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ey, was zum Teufel, ey? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ganz ehrlich. Ey, weißt du, was das für ein Vertrauensbeweis ist, dass Kenny dich hier draußen bei seinen Leuten lässt, unbeaufsichtigt wohlgemerkt? Ich meine, da waren nur noch die beiden Mädels und er. Also der Gebissene da, ne? So, what the fuck? Wenn du uns verraten hättest, dann hättest du dir zum Beispiel einfach umlegen können. So. Und dann hättest du dich verpissen können. Also sei mal froh, dass ihr dir so weit vertraut, ganz ehrlich. Ey. An dem Zug hättest du locker eh nicht viel machen können. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. Taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Ja. I guess. Scary kind of. Ja, ich mag das nicht, dass der hier einfach reinmarschiert und jedem irgendwas Süßes in die Hand drückt. So, das ist ein bisschen, ja, das gefällt mir nicht. Ein bisschen aufdringlich. Warum kennen wir den halt nicht so, weißt du? Wie kommen die auf die Idee eigentlich von jedem erstmal was anzunehmen so und dann wird schon passen so, weißt du? Ich meine, da kommt so ein fremder Typ hier in die Gruppe, drückt jedem so was Süßes in die Hand und dann passt es schon. Keiner warnt mich irgendwie, dass da einer ist. Keiner sagt so, sag mal, was willst du eigentlich hier? Sag mal, wer bist du eigentlich? Hast du eigentlich Waffen? So gar nichts. Einfach so, ah ja, der ist da, cool, hi, willkommen, setz dich doch an den Tisch. Ah, klar, magst du was essen? Hier ein Bier. Was ist los, Leute? Where are you from? Around here? Georgia boy, you saw where I live. Yeah. Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Fine. Naja. Ist ja gesprächig scheinbar. I do like being around y'all, actually. It's nice. Aha. You caught us on a bad day. Ja, you still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Ja. Irgendwas ist das bestimmt. Nur was. Ja gut, dann gehen wir vor zu Kenny und treten das Ding mal los, oder? Sollten so. Ja, sollte passen. Here, Kenny. Whoa. This horse will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean and we don't have to give a shit. Ja, solange das Ding noch fährt. We got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Ja, das dürfte eigentlich gar nichts sein, quasi. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. Yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Oh ja. Duck's sick. Get on ja. The train, Clementine. Bisschen weniger aggressiv, sie hat recht. Let me look at him. Ich würde ihn hier lassen. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? Get on the train and we find something better. That is the plan. Ja, und der frisst uns alle auf, oder was? It's talk through. Get on, Kent. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Wow. Alter, wenn der Clementine angreift, ne, dann mache ich dich persönlich kalt. Also erst mache ich den da persönlich kalt, danach mache ich dich persönlich kalt. Das kann nicht dein scheiß Ernst sein, ey. Aha, dann sind wir wieder hier. Nur den Hebel können wir ziehen. Ja. Oh Mann, Leute, wir können doch nicht so einen Typen da mitnehmen, Alter, der sich alle 2 Sekunden verwandeln kann. Oh. Klasse. Einfach klasse. Weißt du, sie hat ihn auch noch die ganze Zeit auf dem Arm. Das heißt, wenn er sich verwandelt hat, dann beißt er sie direkt als allererstes. Zack, zack, wunderbar. Haben wir direkt eine weniger. Klasse. Einfach klasse.
Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht.